Hallo zusammen, heute ein kleineres Video zu dem Thema, warum ich die Bibel nicht für eine objektive Quelle halte. Ich werde dazu die drei Hauptargumente anbringen, warum die Bibel doch so eine tolle Quelle ist und werde die drei Argumente dann widerlegen. Wenn irgendjemand von euch noch einen Grund wissen sollte, warum die Bibel toll, objektiv oder sonst irgendwas ist, schreibt es in die Kommentare, die Punkte übernehme ich dann auch noch. Ich möchte mit diesem Video nicht die Bibel angreifen oder das Christentum oder sonst irgendwen. Ich möchte damit nur zeigen, dass die Bibel als objektive Quelle in irgendwelchen Diskussionen nicht gebrauchbar ist. Also dann legen wir los. Punkt 1. Die Bibel ist unfehlbar. Das ist immer so ein tolles Argument, das man von Christen zu hören bekommen, die dann sagen, ja, aber ich kann beweisen, dass Evolution doof ist, weil in der Bibel steht und die Bibel ist hier unfehlbar. Nein, die Bibel ist fehlbar. Jeder Dreijährige, der die Bibel liest, wenn er lesen kann, findet da irgendwelche Fehler. Und da ich etwas älter als drei bin und weil ich zu faul bin, das ganze Scheißbuch zu lesen, habe ich mal im Internet nachgeguckt. Und bevor jetzt wieder Leute kommen mit, du guckst in irgendwelche Quellen nach ohne Bestätigung, nein, ich habe die Bibel an den Stellen durchsucht und es steht da wirklich so drin und darum ist die Bibel falsch. Wir haben zum Beispiel in Mose 3, 11, 3 bis 11, 6 stehen, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Da steht noch einiges anderes Zeugs, könnt ihr euch hier gerne durchlesen. Hauptsächlich steht da halt, Hase ist ein Wiederkäuer, gespaltener Clown, etc. etc. Ein anderes schönes Beispiel wäre hierbei, was man alles nicht futtern sollte. Die Fledermaus ist in der Reihe der Vögel aufgeführt. Und nicht irgendwie, ihr sollt nicht die Vögel essen und die Vögel auch nicht. Ah ja, und Fledermäuse übrigens auch nicht, sondern ihr sollt folgende Vögel nicht essen: Raben, Krähen, Fledermäuse. Also ziemlich offensichtlich, hier haben wir einen logischen Fehler. Auf die ganzen Widersprüche und so weiter will ich hier gar nicht mehr eingehen. Somit dürfte die Unfehlbarkeit der Bibel in dem Sinne schon mal widerlegt sein. Was jetzt nicht heißen soll, dass nur weil irgendwo im Buch steht, dass Fledermäuse Vögel sind, alles andere Buch gleich falsch ist. Das heißt nur, dass man die Bibel nicht als unfehlbar bezeichnen kann, weil es halt ein 4000 bis 2000 Jahre altes Buch ist. In diesem Sinne auf zum nächsten Argument. Argument 2 wäre, die Bibel ist das heilige Wort Gottes oder heiliges Buch Gottes oder halt irgendwas in der Richtung. Das Problem dabei ist, es ist das heilige Wort des christlichen Gottes. Das heißt, für Muslime, Juden, Heiden und frag mich nicht was, gilt es nicht. Das heißt, für Christen ist die Bibel das heilige Wort Gottes, das kann aber denjenigen, die zu Zeus beten, vollkommen egal sein. Dasselbe gilt übrigens auch andersrum. Der Koran mag die heilige Schrift der Muslime sein, das kann aber den Juden, Christen, Heiden und so weiter wieder vollkommen egal sein. Das heißt, zu sagen, ja, dieses Buch ist in meiner Religion heilig, hilft in einer Diskussion absolut nichts, wenn der Gegenüber nicht dieselbe Religion hat. Was in den meisten Fällen lustigerweise nicht der Fall ist bei mir. Das ging schnell. Also, zusammengefasst, wenn man mit der Bibel argumentieren will, sollte man darauf achten, dass der Gegenüber ein Christ ist. Ansonsten bringt das absolut gar nichts. Also denn, nächster Punkt. Kommen wir jetzt zum dritten und letzten Argument für dieses Video. Das Argument, das da laut ist, die Bibel ist supramoralisch oder moralisch überlegen oder irgendwas in der Richtung. Nein. Ganz einfach, nein. Die Bibel ist eines der brutalsten Kackbücher, das ich kenne. Als kurz, ich weiß, es werden wieder viele Christen kommen mit, du hast gar nicht gelesen, du bist voll einseitig, aber kurz zu den Fakten. Wenn man die Bibel durchliest, findet man keine drei, vier Seiten, oder kann man so drei, vier Seiten blättern, auf denen dann irgendwas passiert und dann kommt entweder ein Mord oder Gott, der zu Tötung aufruft, sonst irgendwas. Ich werde eben ein paar lustige Beispiele bringen, damit ihr wisst, was ich meine. Mose, der große Verkünder der 10 Gebote, kommt wieder runter vom Berg.
mit den schönen Steintafeln. Auf der ersten Steintafel steht, du sollst nicht töten. Oder was jetzt, also auf einer von den beiden Steintafeln steht, töten gleich böse, sollst du nicht, pfui aus. Was sieht er? Er sieht, dass da einige von seinen Leuten ein goldenes Kalb anbeten. Was wäre das Logische zu sagen? Mal sehen, das Logischste wäre wahrscheinlich zu sagen, hey, ich habe jetzt die neuen Regeln, die ihr vorher noch gar nicht wissen konntet. Und da steht drauf, ihr dürft das goldene Kalb nicht anbeten, also lasst das. Was macht er? Haut die Tafeln in den Dreck und sagt, tötet sie alle. Das ist richtig. Mose, der große Prophet und Bringer der moralischen 10 Gebote, hat mal eben einen Massenmord befohlen. Wegen etwas, was seine Mitmenschen gar nicht wissen konnten, weil nur er die Regeln kannte. Dankeschön. Das ist Moral. Genauso schön wie die Story von Elisha. Wer die Story nicht kennt, Elisha war ein glatzköpfiger Prophet und der hat so lustige Sachen gemacht wie von Dorf zu Dorf gehen, predigen, Wunder wirken und Kinder von Bären fressen lassen. Ja, Kinder von Bären fressen lassen. Ich wiederhole noch einmal. Kinder von Bären fressen lassen. Und warum? Haben die Kinder ihn mit Steinen beworfen? Waren die Kinder vom Teufel besessen? Nein, die Kinder haben ihn Glatzkopf genannt. Das ist richtig, Glatzkopf. Wenn jemand einen Prophet Gottes einen Glatzkopf nennt, dann schickt Gott 2 Bären und tötet 42 Kinder. Moral pur. Auf die ganzen großen Sachen wie Vertreibung aus dem Paradies wegen einem beschissenen Apfel oder einer Sintflut, aus Gründen wie, hey, ich habe keinen Bock mehr, will ich gar nicht eingehen. Das ist genauso logisch wie diejenigen, die. Das ist ja das Gesetz bei der Offenbarung. Da kommen ja 2 Propheten. Das eine ist der Falsche, das andere ist Jesus. Diejenigen, die blind darauf vertrauen, dass der erste Prophet da kommt, also die Menschen, die darauf vertrauen, dass der erste Mann da kommt und sagt, ich bin Jesus, wirklich glauben, dass das Jesus ist. Was das Christentum ja verlangt. Du sollst blind glauben, sonst kommst du in die Hölle. Wir können ja nichts beweisen, aber Hölle, wenn du nicht glaubst. Diejenigen, die dann wirklich blind glauben, die kommen in die Hölle. Weil das war ja der Satan in Verkleidung. Die aber sagen, nein, ich glaube nicht, dass du Jesus bist, die kommen dann nachher in den Himmel. Weil dann ja noch der richtige Jesus kommt. Wie gesagt, darauf möchte ich nicht großartig eingehen, weil mir das zu blödsinnig ist. Ich möchte nur festgehalten haben, wer denkt, dass die Bibel moralisch ist, kann besser weiter den Osterhasen glauben. Und den Weihnachtsmann. Und daran, dass Elvis irgendwo auf einer tropischen Insel liegt. Und Hamburger mit Bananen isst. Das war's soweit von mir. Wenn ihr noch irgendwelche Punkte habt, die ich vergessen habe, schreibt sie mir bitte zusammen mit den notwendigen Morddrohungen und so weiter und ich verpacke sie ins nächste Video. Bis denn, ciao.